Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Simotrans, haben letztes Mal überlegt, hier mit den zwei Häfen, ob wir das lassen oder nicht machen. Müssen wir uns in dieser Folge nochmal angucken, da waren ja tatsächlich hier welche am Warten, ne? Und ja, schauen wir mal. Ich sag's, wir gucken das Logo und gehen auf den Großbildschirm. Ja, wir haben hier sechs Passagiere, die nach St. Ingbert wollen, was ja hier auf dieser Insel ist. Und hier haben wir halt welche gehabt, die hier runter nach Erlangen wollten, ne? Was ich jetzt hier gerade sehe, wir können das natürlich auch so machen, dass diese darüber fahren, ne? Dass wir da von diesem Hafen nach diesem Hafen mal fahren lassen. Dann können die mit dem Zug rumfahren, aber hier wäre die kurze Verbindung von dort nach dort und nicht hier rüber nach da, ne? Weil ich glaube, die fahren erst. Na, kriege ich den hier? Fürstenwalder, der fährt jetzt gerade hoch, okay. Sind die anderen da? Fährt auch hoch. Fährt auch einer runter, ja, der. Der hat jetzt niemanden tatsächlich dabei. Der fährt leider hoch. Aber dann wäre hier ein kurzer Weg rüber und das würde vielleicht funktionieren, ne? Dann würde ich sagen, warte mal, hier fuhr doch gerade einer ohne Passagiere durch die Gegend, ne? Kann ich den nochmal haben? Ja. Fürstenwalde, St. Ingbert, Fürstenwalde. Wer steht denn hier noch? 16 über Fürstenwalde. Okay, der wird jetzt gleich Passagiere haben. Die fahren halt nur von oben nach da unten leer, ne? Über Erlangen-Lienstraße stehen sogar 44 Passagiere. Okay. Ja, dann bedeutet das eigentlich, dass wir jetzt hier noch ein neues Schiff rausholen müssten. Oh, da gibt es ein anderes Schiff. 12 Komma. Oh, der hat 80 Passagiere. Fährt langsamer. 17 Cent? Kostet gar nichts, oder was? Doch. 48. Ist der viel billiger hier? Das sieht so aus, oder? Komm, kaufen wir. Kein Fahrplan vorhanden? Nee, ist nicht. Wir machen Fahrplan, wir machen neue Linie. Fahrplan zur Linie. Und das ist dann von hier nach hier. Und das ist Motorschiff Fürstenwalde nach Größrad, war es, ne, oder? Ja. Achso, dazwischen wollten wir noch so Minus machen, ne? Gut, passt. Erledigt. Können wir schließen. Können wir noch auswählen und können wir starten. Ich habe nur keine Ahnung, wie teuer das uns kommen wird. So, das heißt aber, dass wir hier, lass die mal so fahren erstmal noch. Gucken wir weiter. Was wir aber mal machen könnten, wir können mal in die Listen gucken und unsere Kosten der Fahrzeuge mal sehen, Fahrzeugliste. Fährt denn irgendwer hier Plus ein? Das ist die Frage. Zeichnung nicht, sondern Gewinn. Minus. Warte mal. Das Schiff, was ich gerade gekauft habe, macht das meiste Plus und sind es immer nur Minus hier. Okay, das ist nicht gut. Okay, das sind alles zwar kleine Beträge, aber wir haben nicht einen einzigen Zug oder sowas, der Plus fährt. Das ist ganz schlecht für uns, glaube ich. Das ist ganz, ganz schlecht. Was ist das? Okay, ein Segelschiff. Bewegliches Objekt nennt es sich. Ja, das würde bedeuten, wir haben ja gar keine Möglichkeiten, hier Geld zu machen, wenn das so ist. Wenn die alle Minus einfahren. Das würde bedeuten, dieses Schiff, was wir gerade gekauft haben, ist jetzt unsere nächste Hoffnung, ne? Gewinn 0. Lass den mal schneller fahren. Aber der macht auch kein Minus gerade, oder wie sehe ich das? Ha? Das müsste doch hier runtergehen, oder? Andere machen das doch, oder? Ja, hier, der geht minus und der macht das nicht. Irgendwas passt mit dem Schiff nicht. Der fährt uns dann die Leute kostenlos durch die Gegend, aber das kann nicht richtig sein, oder? Ach, jetzt macht er minus. Okay, 48 Cent.
Okay, der ist sehr günstig unterwegs dann, oder was? Ist der so günstig? Glaube ich nicht, oder? Er hat auch schon 24 Passagiere da dran. Dann wird er das erste sein, der hier einen Plus macht. Der Alsterdampfer. Ist ja da 33 da drauf. Ist das Cheaten? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall komisch, ne? Weil so günstig kann er doch nicht fahren. Allerdings, wenn die anderen alle minus fahren, ne? Passt ja vielleicht doch. 30 Passagiere. Lass den mal erstmal so fahren. Wir müssen gucken. War das das einzigste Schiff? Wäre jetzt noch interessant zu wissen. Aber ich glaube, Schiffe waren sowieso sehr, sehr schlecht hier in Simutrans ausgelegt jetzt, ne? Ah, ne, da gibt es noch das Postschiff. Okay. Ja, lass erstmal laufen. Und ach, guck mal, hier ist ein Häuschen auch schon dazu gekommen. Okay, wir müssen definitiv dann die Städte auch beobachten jetzt. Die bauen sich ja aus, ne? Aber wir haben ja noch nicht mal alle Linien hier, alle Zuglinien gemacht. Hier ist ja jetzt das alles erschlossen, ne? Ja. Ah, ne, hier oben fehlt es auch noch. Das würde bedeuten, wir müssen diese hier noch alle erschließen. Ja. Hier noch einer? Ne, der ist schon erschlossen. Hier ist noch eine Kirche sogar. Also Gießen, über die Burg fahren. Können wir da hier vor anhalten? Ja, könnte man. Könnte man hier wunderbar den Hafen machen und dann, na, weiß ich nicht. Oder wir lassen es da sein. Nee, macht eigentlich Sinn, ne? Wir fahren hier durch, hier vorbei. Ja, ich glaube, wir fahren da vorbei. Kommen von hier, fahren da lang. Fahren hier vorbei. Steigen hier um. Ja, machen wir so. Dorsten schließen wir gar nicht direkt an, sondern machen das über die Stadtlinie. Da wird ja eine sein, oder? Ach, guck mal, hier ist auch schon ein Häuschen. Weibling Dorsten, Dorsten touristische Ziele, okay. Naja, das ist dann doch, dass er da bis dahin fährt. Das wäre jetzt nicht so prickelnd, glaube ich. Vielleicht so fahren. Oder so fahren. Und das weglassen. Nein, das ist doof. Die Städte sollte man schon nehmen. Hier kann der Bahnhof hinterher. Lass uns das gerade machen. Ne, da. Und den Bahnhof hier lang. Fahren wir runter oder fahren wir nicht runter? Fahren wir runter. Nein, fahren wir nicht runter. Gehen wir hier lang. Das sieht gut aus. Dann würde ich ja hier irgendwo eine Brücke bauen wollen, ne? Aber das funktioniert ja auch so prima, oder? Kann er nicht. Oh, da kann er's. Okay. Hat ja mal geklappt. Okay, und dann fahren wir hier weiter. Hier lang. Kommen hier hoch. Fahren hier einfach durch, oder? Hier einfach durch. Genau, das ist gut so, dass du das so gemacht hast. Warte mal, nee, das ist schon hier lang zu fahren, ne? Ja. Fahren dann da weiter. Nehmen wir die Kirche mit? Nee, nehmen wir nicht mit, ne? Oder? Nee, machen wir nicht. Fährt hier wunderbar geradeaus. Musste hier ankommen, ne? Okay. Wie kriege ich den mal hin? So, weil das ist jetzt nicht die ideale Linie. Ich würde jetzt tatsächlich da umbauen wollen, die Straße. Ja, machen wir so. Dann lass uns gerade das Straßenwerk so nochmal rausholen. Das haben wir ja tatsächlich, ne? Ich
Ich würde diese Straße geradeaus. Oh, was ist das? Oh, das ist falsch. Das ist es. Ich würde die Straße hier geradeaus ziehen. Oder? Nee, doch. Nee. Das macht auch keinen Sinn. Ich würde schon gerne den Bahnhof hier lang fahren lassen, ne? Komm, das können wir später noch umbauen, wenn. Zieh das durch von da. Achso, das macht er ja nicht wegen der Straße hier. Die müssen wir umbauen. So, und dann müssen wir dieses haben. Geht jetzt nicht wegen dem Fahrzeug wahrscheinlich, ne? So geht's aber. So, und dann machen wir die Eisenbahn da geradeaus durch. So, dann brauchen wir einen Bahnsteig. Der ist da. Läuft. Weiter geht's hier. Bahnsteig dahin. Weiter geht's hier. Bahnsteig dahin. Passt. Ja, lass uns hier irgendwo den Dingens hinmachen. Das Depot. Das kann zu. Brauchen nochmal das. Und Depot da ein. Und das kann zu. Das kann auf. Lok, die. Anhänger war der. Ich glaube, wir fahren erstmal mit 30, ne? Machen wir erstmal. Neue Linie. Regionalzug. Gießen. Dorsten. Das andere war Meibling. Schuss. Da, da, da und da. Passt, ne? Und lass erstmal fahren. Starten. Gut, haben wir. Der kann ruhig weiterfahren, weil da geht sowieso nicht hin. Diese Verbindung gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt nur diese Verbindung. Diese Kutsche hier ist in Anführungsstrichen über. Fahrzeugdetails ausmustern. Das heißt, wenn der ankommt, wird er rausgemustert und die anderen können dann über den Zug fahren. Wäre dann zu überlegen, ob man hier nicht eine Bushaltestelle hinmacht, ne? Schauen wir mal. Lass mal gerade einmal schneller fahren. Gucken, wann der verschwindet. Jetzt ist er weg. Ach so, ja, da kann keiner einsteigen. Das müssen wir jetzt noch schnell ändern. Ne? Die Linie muss noch gebaut werden hier. Beziehungsweise nicht die Linie, sondern hier die Kutsche. Ach so, die hat gar keinen Halt da. Dann brauchen wir dort noch schnell einen Halt. Den bauen wir daneben, dann passt das schon. Und dann müssen wir hier in diese Linie rein. Fahrplan. Dorsten Rathaus. Dorsten Orthodoxe Kirche. Das heißt, wir müssen hier, glaube, einfügen machen und den da einfügen. Dorsten Leipziger Straße. Dann dahin. Dorsten Rathaus. Dorsten Rathaus. Dann, warte mal, Dorsten Rathaus. Ach so, das ist immer dieses Hin- und Herfahren, ne? Das habe ich jetzt nicht bedacht. Warte mal, dann machen wir das anders. Dorsten Rathaus, Leipziger Straße, Dorsten Rathaus, Gießenburg, Dorsten Rathaus, Dorsten Orthodoxe Kirche. Dorsten, Leipzig, Dorsten,
Das müsste jetzt so passend sein. Okay. Schauen wir mal, ne? Wie wir sind da drin. Ach so, er ist hier unten offen. Das funktioniert erstmal. Jetzt sind die Fahrgäste, die hier standen, alle weg, ne? Obwohl, es stehen noch da drei, die nach Gießen wollen. Vielleicht hat es doch noch geklappt, weiß ich nicht. Okay, würde sagen, wir machen aber erst hier wieder einen Cut. Wir haben dieses Zipfelchen jetzt auch fertig. Das heißt, gehen wir mal gerade auf die Karte. Das haben wir alles erschlossen. Hier waren wir auch schon drin, ne? Ach so, die Karte ist so riesengroß, dass man das andere nicht sieht. Aber wie kriege ich die denn jetzt hier kleiner? Hier oben rüber. Ich glaube, kriegt den Anfasser hier unten gar nicht hin, oder? Doch, geht. Hier haben wir auch schon Zug. Genau, da brauchen wir keinen Zug. Und hier ist das nächste, was wir machen müssen. Hier müssen wir Züge machen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Oh, hier gibt es einen Zug, der Plus macht. Krass. Ja, da. Lüdinghausen. Okay, fährt der dauerhaft Plus ein? Jetzt hat er drei Passagiere. Das kann nicht lange gut gehen, oder? Lass mal schneller laufen gerade. 170. Da sind jetzt 30 drin. Ah, da ist das dicke fette Minus jetzt. Aber das ist auch der erste gewesen, ne? Ja. Warte mal, dann können wir ja mal in den Statistiken gucken. Da müssen wir es doch sehen hier. Profit. Wohl da plus. Knappes Minus plus. Ja, vielleicht können wir das mal in der nächsten Folge nochmal angucken, wenn er ein bisschen länger gefahren ist. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.